Ja, willkommen zum zweiten Teil der alkoholischen Gärung. Heute ist die Destillation dran. So, im ersten Teil, da haben wir diesen Behälter mit 1,5 Kilo Zucker, Wasser und Hefe befüllt, haben das Ganze 25 Tage arbeiten lassen, Kohlendioxid ist stetig entwichen und übrig geblieben sein müsste Alkohol. Der befindet sich hier in Lösung. Wie viel das ist, wissen wir im Moment nicht genau, das werden wir aber bei der Destillation rauskriegen. So, jetzt ist es nun halt mal so, dass Ethanol ist ein Zellgift und die Hefezellen, die sterben bei einer Konzentration von 18 bis 20% ab. Und höhere Alkoholkonzentrationen können wir nur durch Destillation erreichen. Und eine solche, die werden wir heute mal durchführen. Und für den Zweck habe ich hinter mir eine Destillationsanlage aufgebaut. Dabei handelt es sich um eine einfache Destillation. Ich möchte erstmal nur den Alkohol von allen anderen Bestandteilen trennen. Und zu diesem Zweck, da befülle ich jetzt die hintere Anlage mit 1,5 Liter von dieser Flüssigkeit und werde das destillieren und dann werde ich alles erklären und wir sehen uns gleich wieder. So, hier sieht man mal die Destillationsanlage als Ganzes. Ich habe den Kolben links bereits mit 1,5 Liter der Alkohollösung befüllt. 75 Grad. Ich schalte jetzt mal langsam auf Stufe 2. Wir sind jetzt bei 90 Grad, das reicht aber für eine Vordestillation, definitiv. So, der erste Durchgang ist beendet, es kommt nichts mehr. Wir haben alles rüberdestilliert, die Temperatur ist etwas höher geworden wie geplant. Von daher habe ich etwas mehr Wasser mit rübergezogen, wie ich wollte. Das macht aber nichts. Ich muss den Vorgang sowieso wegen 4,5 Liter Flüssigkeit dreimal wiederholen und werde es später über eine fraktionelle Destillation weiter veredeln. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt die 4,5 Liter in drei Etappen abdestilliert und das ist das Ergebnis. Das ist das Produkt der Begierde. Alkohol, noch nicht in seiner Reinform. Wie viel das ist, wissen wir auch noch nicht, das werden wir aber jetzt sofort feststellen. So, ich habe einen Becher drin. Gucken wir mal. Riecht auf jeden Fall gut. So, das sind ungefähr 450 Milliliter. So, und jetzt wollen wir mal gucken, wie hochprozentig der ist. So, ich habe hier ein Alkoholmeter mitgebracht. Das ist sowas ähnliches wie ein ganz normales Thermometer, nur halt für Alkohol. Das kommt in die Spannröhre rein. Und jetzt werden wir so viel Alkohol reinfüllen, bis das schwimmt. Es sind 67%. 450 Milliliter 67%igen Alkohol haben wir aus den 4,5 Liter rausgeholt. Das ist übrigens der Rest. 4 Liter Abfall, den können wir im Ausguss entsorgen. So, den Alkohol hier, den werde ich jetzt in die Destillation, in die Hauptdestillation geben. Und hinter mir befindet sich schon eine Anlage, eine fraktionelle Destillation.
Die werde ich jetzt befüllen und dann sehen wir uns gleich weiter. Wieder. Ja, der Alkohol, der brodelt. Wir haben konstante 78,3 Grad. Und da tröpfelt es gemütlich rein. 20 Tropfen in der Minute. So, die Destillation ist beendet. Wir haben drei Fraktionen erhalten. Einmal der Vorlauf, der ist bei ungefähr 70 Grad rausgekommen. Sind ein paar Tröpfchen nur. Wird sich wahrscheinlich um Methanol handeln. Dann haben wir hier, und darauf bin ich besonders stolz, das ist der Hauptlauf. Der hat fast 4 Stunden bei 78,3 Grad gearbeitet. Und als dann nichts mehr kam, bin ich mit der Temperatur höher gegangen. Und das ist der Nachlauf. Der ging dann bei 80 Grad durch. Nochmal eine halbe Stunde. So, wir gucken jetzt mal, was wir überhaupt erreicht haben. Ich werde jetzt als erstes mal den Nachlauf vermessen und dann prozentual austesten. So, ich habe hier ein Becherglas. Hier, gucken wir mal. Also, der Nachlauf sind ungefähr 125 Milliliter. Ich habe wieder mein Röhrchen mit dem Alkoholmeter. Und es fängt an zu schwimmen. Prozent. 125 Milliliter 91%igen Alkohol im Nachlauf. Das ist nicht schlecht. Jetzt kommt das Beste, der Hauptlauf bei 78,3 Grad. Ich bin gespannt. Da haben wir 170 Milliliter. Jetzt kommt's, jetzt kommt's. Bitte, 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 bitte. Unglaublich. 96, fast 96%. Das ist das Höchste, was man überhaupt erzielen kann per Destillation. Ich bin begeistert. Ich bin total begeistert.
Das ist er. Lecker, wohlschmeckend und bekömmlich. Hergestellt aus 1,5 Kilo Zucker, ein bisschen Hefe und ordinärem Fruchtsaft. So, da sind wir wieder. Wir haben den 67%igen Alkohol jetzt nochmal mit einer Kolonne destilliert. Dabei sind 4 Fraktionen entstanden. Bei 70 Grad sind 5-6 Tropfen Methanol gekommen, höchstwahrscheinlich. Bei 78,3 Grad haben wir 96%igen Alkohol, bei 80 Grad 91%igen. Und das ist der Rest. Hier befinden sich noch ungefähr 10% drin. Aber ich werde den Rest sowie den Vorlauf verwerfen. Den brauchen wir nicht. Wir beschränken uns nur auf die beiden Sachen, den 91%igen Alkohol und den 96%igen, so wie ich ihn immer nenne, Freddels Bester. So, den 91er, den könnte ich jetzt noch destillieren bis auf 96%, aber ich habe damit was anderes vor. Und der 96er, den kann man nicht höher destillieren. Wasser und Ethanol, die bilden ein azeotropes Gemisch. Das ist im Prinzip eine Flüssigkeit, wo die Dampfphase dieselbe Zusammensetzung hat wie die Flüssigphase. Und das Gemisch, das hat einen konstanten Siedepunkt und lässt sich nicht mehr trennen. Aber wir haben andere Möglichkeiten in der Chemie und 2 davon, die will ich jetzt mal vorstellen und daran ausprobieren. So, ich habe mich entschieden, den 96%igen Alkohol mit sogenannten Mikrosieben zu trocknen. Und zwar haben wir hier im Labor, ich bedanke mich nochmal bei meinem russischen Kollegen, der die gekauft hat, die Größe 3A, das sind 3 Angströmen, das sind 0,3 Nanometer, das ist der 30.000.000. Teil eines Millimeters. Die sehen ungefähr aus wie Hydrokultur, nur etwas kleiner. Ich zeige dir mal hier kurz. Das sind wie gesagt winzig kleine Kügelchen und die sind in der Lage, Wasser zu absorbieren. Und genau das machen wir jetzt mal. Ich werde einfach den Alkohol darüber kippen. Und wir schauen mal, was passiert. Einmal schwenken. Und jetzt lassen wir das Ganze bis morgen früh stehen. So, bei der zweiten Variante, dann nehmen wir den 91%igen Alkohol und versetzen ihn mit wasserfreiem Magnesiumsulfat. So, das mache ich jetzt auch mal. Eingestreut. Und geschwenkt. Es bindet das Wasser an sich und klumpt. So, das lassen wir jetzt auch bis morgen stehen und sehen dann weiter. So, da sind wir wieder und wir werden jetzt den 91%igen Alkohol, den wir mit Magnesiumsulfat versetzt haben, den werden wir jetzt mal messen.
Und es sind 92%. Ein nicht sehr befriedigendes Ergebnis. So, jetzt kommt der 96%ige Alkohol, den wir mit Mikrosieben getrocknet haben. So, und ja, das ist eine glatte 100. Applaus, Applaus. Einhundertprozentiger Ethanol dank der Mikrosiebe.